Moin Moin YouTube. Und Mahlzeit zu den Gamecheckern. Warum bin ich heute hier? Was wollen wir heute drehen? Habe ich noch gar nicht erzählt? Nee, aber mach hin, mir geht's nicht so besonders gut. Die letzten Tage waren ein bisschen anstrengend, so. Ich hab Ja, pass auf. Was Bauchschmerzen, ja? irgendwie eine Richtung, also brennt ganz schön, Ja, du ne? Das ist immer. schlingst ja auch alles runter wie ein Rottweiler. Pass Das auf. besprechen wir später irgendwann mal. Der Rainer Schauder hat einen ein Horror-Attack losgelassen. Was in the fuck ist ein Horror-Tag? Das ist ein YouTuber macht stellt ein paar Fragen und taggt dann quasi ein paar Leute. Ah Und die ja. müssen das Video dann quasi beantworten, diese Fragen. Ach, deswegen bin ich hier, weil ich ja der Genau, Horror-Experte wir bin. wurden Okay. aber leider nicht getaggt, aber der Rainer Schauder hat gesagt, jeder, der nicht getaggt worden ist, darf trotzdem mitmachen. Und weil wir die Gamechecker sind, machen wir trotzdem mit. Aber bevor wir loslegen, müssen wir was aus dem Keller holen. Ich denke, ich bin zum Videodrehen hier und nicht zum Ackern. Ja, ich gehe schon mal vor, du kommst dann gleich nach. Bis gleich. Jetzt haut er ab, ich hoffe, ich kriege auch Kohle dafür. Kommt sie zum Videodreh und dann solche Sachen, ey, glaub's nicht. Mal gucken, wo das hier ist. Hier? Du Scheiße, da soll ich runter? Da soll ich jetzt runter. Klasse. Ey, was ist denn hier los? Wo ist denn hier Licht, Alter? Ah, hier. Geht das auch? Nicht mal Licht. Klasse. Nicht mal Geländer hier. Voll unfallgefährlich. Wie gesagt. Ey, du Sack. Wo ist er denn? Guck dir den Keller an, ey. Sieht man hier überhaupt was? Ey, du Penner. Ey, ich bin doch hier zum Video drehen, Alter. Wo bist du zum Teufel? Dieser Wichser, Alter. Ich fasse es immer noch nicht, dass du mich für so eine Scheiße hier runtergezogen hast. Ja, macht ja nichts. Dämlicher Schinker. Ich fand's lustig. Ja, auf jeden Fall hat der Rainer Schauder hier so einen Horror-Tag gestartet. Und wir wollten aber trotzdem mitmachen, obwohl wir nicht getaggt worden sind. Er sagt auch, das ist erwünscht und deswegen machen wir das auch einfach. Ich habe jetzt nicht ganz so viele Horrorspiele gespielt, aber der Sani umso mehr. Deswegen haben wir auch dieses kleine Ambiente hier. Das ist unser kleiner Sicker-Keller, nennt man sowas, glaube ich. Folterkammer. Folterkammer! Alles klar, ich werde dir jetzt einfach die Fragen stellen, die Rainer Schauder. Oh, mir tut ein bisschen das Bein weh. So. Erste Frage, bei welchem Spiel hattest du zum ersten Mal Angst, unabhängig davon, ob es ein Horrorgame war? Würde ich sagen, weil es eines meiner ersten Horrorspiele war und ich davor sowas noch nicht gekannt habe, Resident Evil Teil 1, PlayStation 1. Grafik war scheiße, aber gute Schockmomente. Also ich habe da auch sowas, bei mir war es Doom 1 auf dem PC damals, habe ich damals verjagt, ich war auch noch sehr jung. Sehr jung, alles klar. Zweite Frage, hattest du mal eine Art Kindheitstrauma aufgrund eines Videospiels? Würde ich auch Resident Evil nennen wollen, ja. Ja, kannst du irgendwie was erzählen drüber? Bei mir war es auch Doom und ich habe immer Angst, dann nachts, wenn ich dann schlafen gegangen bin, vor diesen komischen, gehirnmäßigen Monster. nein, aber da ich damals noch sehr jung gewesen bin, als ich es angefangen habe, ich glaube, ich war 12 oder 13, so ungefähr in der Drehe, hatte ich dann so einen kleinen, naja, sagen wir mal Zombie-Tick. Zombie-Tick, alles klar. Bei welchem Horror-Game hattest du zuletzt Angst? Das wäre wohl Outlast gewesen. Wer unseren Kanal guckt, der wird die Videos gesehen haben. Ansonsten davor habe ich mal ein bisschen Slender gespielt. Das war auch nicht schlecht. Ja, bei mir war es auch Outlast. Obwohl ich das Spiel selber nicht gespielt habe, ich habe seine Videos gesehen und ich habe mich trotzdem total verjagt. Ich bin in der Hinsicht echt ein Schisser, muss ich echt mal sagen. So, vierte Frage. Zockst du Horror-Games am liebsten im Dunkeln oder Licht? Bei mir ist es definitiv ein Licht. Am besten noch mit Flutstrahler und alles. Ich musste bei mir zwangsweise Licht benutzen, damit man mein Gesicht besser sieht bei der Facecam, aber ansonsten hätte ich im Dunkeln gespielt. Also du spielst lieber im Dunkeln? Ja. Ein ganz harter hier, ein ganz harter. So, nächste Frage, Nummer 5. Zockst du Horrorgames am liebsten alleine oder mit anderen? Am besten bei mir mit Publikum und im Stadion oder alles. Bei mir kommt es drauf an. Also für das Feeling am liebsten alleine, aber wenn ich dann halt noch jemanden dabei habe, der sich halt wie du immer schön erschrecken würde, würde ich mir dann Jux draus machen, den dann als Publikum zu nehmen. Achso, alles klar, verstehe ich schon. Bist ja ein Schwein. So, sechste Frage. Kannst du den Slender-Hype nachvollziehen? Ich persönlich ja. Die haben es geschafft, mit wenig Mitteln echt eine Horroratmosphäre zu schaffen.
Ich spiele selber nicht, aber ich habe halt viel gesehen und gehört. Also ich kann das schon nachvollziehen. Wenn du die Antworten ständig wegnimmst, brauchst du mich ja gar nicht interviewen. Achso, Entschuldigung. Er ist der gleichen Meinung. Dankeschön. Machen wir gleich die siebte Frage. Musstest du schon mal ein Spiel beenden, weil du Angst hattest? Nein, musste ich bis jetzt noch nie. Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, das war auch öfters bei Doom damals. Ich glaube, Doom war auch einer der wenigen Spiele, die ich gespielt habe. Und Resident Evil 1 habe ich auch gespielt. Und ich glaube auch den zweiten Teil auch mit einem Freund zusammen. Deswegen niemals alleine gespielt. Die haben es auch durchgespielt, glaube ich. So, was haben wir noch? Achten, stört die Verwendung von Waffen die Atmosphäre eines Spiels? Was sagst du? Wenn man unendlich Munition hat, ich würde jetzt mal Resident Evil 5 und 6 nennen wollen, zum Beispiel, ja, dass man halt ständig Munition nachbekommt, ja. Ansonsten, wenn es halt wie bei Resident Evil in den ersten Teilen, also beim Survivor war, dann, wenn du Munitionsknappheit hast, gehört es für mich mit zum Feeling und bei Outlast gab es auch keine Waffen. Das macht einfach für mich auch den Reiz mit aus und auch so ein bisschen den Flair dann entsprechend natürlich, weil es dann halt auch die Angst schürt, dass man halt dieses Spiel schlecht überleben kann. Von daher würde ich es teilweise bejahen. Ich bin genau deiner Meinung, da brauche ich nichts hinzufügen. So, welchen Silent Hill Teil hast du zuerst gespielt und welcher der Reihe ist dein Favorite? Silent Hill 1 habe ich zuerst gespielt, da die Grafik nicht so besonders gut war, aber halt das Spiel sehr viele kleine Gimmicks auch hatte, wie zum Beispiel, dass man eine Alien-Waffe kriegen konnte, fand ich den Teil ganz gut. Aber so würde ich sagen, wäre es wahrscheinlich der zweite Teil gewesen. Ich fand diesen Dreieckskopf einfach nur göttlich. Also wenn man gegen den kämpfen musste, hatte man auch mal Panik, weil den Typen konnte man nicht töten, der ist mal weggelaufen, ja, wenn man ihm genug gedamaged hat, beziehungsweise eine gewisse Zeit überlebt hatte. Ich kann da nicht mitreden. Sorry, ich habe kein Silent Hill Spiel gespielt, es steinigt mich. Bin da einfach zu ein doller Schisser, glaube ich. So, elfte Frage. Auf welche Spieleplattform hast du dich bis jetzt am meisten gruselig und smart besprochen? PlayStation 1. Ansonsten würde ich jetzt neuere Sachen sagen, PC. Weil es da Outlast jetzt gegeben hat. Ansonsten waren die Resident Evil Teile damals mein Favorite, aber auch mein absolutes Angstspiel. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Da bin ich genau seiner Meinung, obwohl ich sehr wenig gespielt habe an Horrorspielen. So, zwölftens, welches Horror-Game sollte noch einmal als Next-Gen-Remake erscheinen? Also es gab damals von Capcom war das, glaube ich, die Dino Crisis-Serie. War zwar nicht ganz so gut wie Resident Evil, aber es gab auch mal ganz gute Shop-Momente. Das würde ich ganz gerne mal in High Def nochmal sehen. Okay. Weil Resident Evil gibt es ja mittlerweile schon für die als Remake. Oh, was war Dino Crisis? Auf PlayStation oder was? Ja, PlayStation gab es das noch. Okay. Habe ich davon gehört, aber nie gespielt. So, eine Lösche. So, 13. Frage. Kannst du einen deiner größten Schockmomente erzählen? Wenn ich kurz darf, wie gesagt, ich habe wenig gespielt, ich erwähne es nochmal. Aber Resident Evil, ich glaube, der erste Teil war das, wo du dann in diesen einen Flur lang gehst und dann kommen diese blöden Scheißköter durch die Fensterscheibe. Und ich glaube, bei Alone in the Dark auf dem PC damals, gehst du halt, glaube ich, in so einen Raum rein und da kommt dieser Zombie dir hinterher. Und wenn du das heutzutage siehst, Alone in the Dark, dann erschreckst du dich wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber damals habe ich mich verjagt, wie scheiße, glaube ich. Und bei dir? Ja, bei mir wäre es der dritte Teil von Resident Evil gewesen, als Nemesis dann in der Polizeistation auf einmal dann durch die Wand bricht und einfach mal vor einem steht. Okay. Das war Nemesis war dieser Fette. Ja, den konntest du auch nicht töten. Ach super, das mögen die gerne, wa? Ja, mach. Alles klar. So, 14. Frage. Welches Horrorgame hat dich am meisten kalt gelassen? Es gab damals auf dem PC so ein Spiel, das hieß Hellgates. Das war jetzt also nicht so besonders doll. Das war auch irgendwie so ein First-Person-Shooter mit Horror-Elementen. Also den fand ich rotz. Also ich glaube, bei mir kann irgendwo in der Ecke, wenn es ruhig ist, jemand forzen, damit ich mich schon erschrecken. Also bei mir gibt es das, glaube ich, nicht. Welche drei Horror-Games, das ist nämlich letzte Frage, welche drei Horror-Games würdest du weiterempfehlen? Outlast, mein letztes Projekt. Sehr geil. Dead Space, den ersten Teil zumindest, weil den zweiten fand ich zu actionlastig, den dritten habe ich noch nicht gespielt, Schande über mich, aber ich werde ihn demnächst nochmal anzocken. Und was hatte ich denn noch für ein Spiel, was ich weiterempfehlen würde? Ja, Resident Evil, ganz klar, also die Reihe, wo halt noch Survival Horror drin war, also Teil 1 bis 3. Okay, das waren jetzt die Fragen von Rainer Schauder. Ich möchte mich auch hier an dieser Stelle an Rainer Schauder nochmal sehr herzlich bedanken, dass er diesen Horror-Tag losgeschmissen hat und das auch gleich nochmal im gleichen Atemzug, weil ich das mache, diese Atmosphäre hier, ich bin ganz zitterig, gesagt hat, dass auch Leute, die nicht getaggt worden sind, auch ein Video machen dürfen. Das fand ich ganz nett. Wenn du dies sehen solltest, vielen Dank von uns, von den Gamecheckern. Und natürlich in alter guter Tag-Manier wollen wir natürlich auch welche taggen. Dann würden wir einfach mal unseren treuesten Fan taggen. Das ist nämlich der Franks RBS, er hat einen kleinen Let's Play-Kanal.
Den könnt ihr euch dann auch mal gerne reinziehen. Und ich möchte gerne, dass er ein Video macht. Mal gucken, was bei ihm so rauskommt. Mal gucken, was der in seinen jungen Jahren schon gezockt hat. Hast du noch jemanden? Ich würde ja Finchi nehmen, aber ich glaube, der hat schon. Der Finchi, der wollte schon, das hätte ich nämlich auch genommen. Wir können ja ein bisschen hochgreifen. Der Yeti-Man wollte auch schon. Ich nehme einfach mal, ich glaube, der wurde nämlich nur nicht genannt. Das ist der gute Laune-Typ. Mal gucken, ob der das mitkriegt, dass wir ihn getaggt haben. Aber mal schauen. In dem Sinne sind wir erstmal raus. Und wie geht's dir eigentlich so? Ich habe nämlich vorhin so ein paar Geräusche hier gehört. Das ist irgendwie ein bisschen... Keine Ahnung, wir müssen gleich nochmal hochgehen, dann kann, muss ich gleich mal gucken. Also irgendwie ist mir ein bisschen flummerig momentan und die Atmosphäre hier unten ist auch irgendwie scheiße. Ah, das Licht funktioniert ja wieder, Sani. Ah, echt? Ja. Klasse, war eine Sicherung, wa? Wahrscheinlich. Komm mal auf hier. Alles klar. Oi. Also irgendwie ist mir ganz scheiße gerade. Oh.